Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wetter, dem ausführlichen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas. Heute am 17. Mai 2023. Ja, ich bin wieder hier in meinem Revier. 23 Grad im Moment, es ist angenehm. Jetzt genau 9 Uhr und 5 Minuten. Ja, erstmal wieder ankommen, mal ein bisschen umsehen. Hier hat sich nicht viel verändert in den letzten 10 Tagen. Nicht sichtbar. So, ich freue mich wieder hier zu sein. Ja, das ist schön. Eine Reise ist wunderbar. Es ist sehr schön. Man sieht viel, man erlebt viel. Ich bin viel gelaufen die Zeit. Und freue mich aber trotzdem immer wieder hierher an meinen Standort zurückzukommen. An dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Abonnieren, fürs Teilen, fürs Ansehen, fürs Weiterleiten der Videos, für die Kommentare und die Beantwortung der Kommentare. Ja, ab dieser Woche läuft alles wieder so, wie ihr es gewohnt seid. Am Donnerstag ist Luki-Tag, mal was anderes Lustiges, gemütliches Zusammensitzen, dabei sein. Wer möchte, Luki La Sandia, Einkaufszentrum in der Bar Larifari. Ich hänge euch am Ende des Videos eine kleine Zusammenfassung mit ran, dann wisst ihr auch, wo das ist. Also Luki Donnerstag, 20 Uhr. 21 Uhr ist natürlich Live-Musik, gute Getränke von der Tine. Und ich sage euch, die macht die beste Sangria. In Weiß oder in Rot, frisch gemacht. Es gibt natürlich auch alles andere. So, und Freitag, ja, Freitag wieder 16 Uhr hier am Leuchtturm am Faro. Wer möchte, kann mit dazukommen. Wir können uns unterhalten mit und ohne Kamera. Ich erfahre da immer viel an den beiden Tagen, was eben nicht so in den Kommentaren steht. Ja, zu den Liegestühlen, weil es mir gerade einfällt, wir waren ja in Spanien an der Küste Andalusien, für die, die es nicht wissen. Und da gibt es Stellen, zum Beispiel Marbella, da kosten die zwei Stühle und ein Schirm 24 Euro. Und hier pro Stück 2,50. Das ist also eine andere Hausnummer. So, ich sehe hier ein bisschen Algen hier vorne an dieser Stelle, aber bei der nächsten Flut sind die sicher auch wieder weg. Ja, so zwischendrin werde ich auch noch mal ein bisschen Einblendungen machen von den letzten 12 Tagen, 14 Tagen. Zum Beispiel, dass man sehr unbeschwert lebt in Andalusien, obwohl man dieses Wasserproblem hat. Ich habe schon mal gesagt, das ist kein neues Problem. Das ist ein wiederholendes Problem. Und ist auch nicht jetzt auf die heutige Zeit, dieses Jahr oder so zurückzuführen. Aber da herrschen ganz andere Zustände, gerade mit den Klimaanlagen, die laufen da überall. Und ja, da war es in manchen Stellen sehr angenehm. Es war angenehm kühl, aber es hätte auch nicht sein müssen. Aber im Großen und Ganzen war das wieder eine Erfahrung für mich, dass die Menschen sehr wohl wissen, wie man gut leben kann und einen gewissen Rahmen nicht sprengen, sagen wir mal so. Aber die machen sich auch nicht so verrückt wie andere Länder.
So, der Blick hier in die Berge, da sieht man auch eine tief hängende Wolke. Ja, ist ja so ein bisschen gemischt auch das Wetter. Aber ich finde, es ist sehr angenehm. Ja, wir haben einige gesprochen, Menschen, die leben in zum Beispiel Sevilla. Die kommen dann in den Sommermonaten hierher, weil es hier dann nicht so warm ist. Und die Stadt ist sehr schön, aber in den Monaten Juni, Juli, August, teilweise auch September, ist es schon sehr heiß, teilweise bis 40 Grad. Ja, heute Mittag, wenn nichts dazwischen kommt, gibt es wieder Info bezüglich Hotel, bezüglich Rio Palace. Was hat sich getan? Was gibt es Neues? So, für mich wie gewohnt jetzt die Richtung ein bisschen schneller. So, und hier hat es neue Schirme gegeben, ja. Die liegen, die neuen, kann ich nicht erkennen. Die sind wohl in der gleichen Farbe. Aber hier an der Bude 5 bzw. Bude 7, da stehen sie in Blau jetzt hier. Ja, das Meer ist auch schön ruhig, wunderbar. Lädt zum Schwimmen ein. Ja, schöne Spiegelung auch wieder hier im Wasser, oder? Schönes Licht von der Sonne gespiegelt hier. Ja, irgendein Ziel wird er haben, der kleine Baggerradlader oder kleine Radlader mit einer Baggerschaufel. So ist es, glaube ich, richtig. Ja, mein Etappenziel heute Morgen wieder erreicht. Die Punta de Maspalomas. Eine dicke Wolke zieht hier gerade über uns weg. Der Blick hier nach San Agustin, Richtung Bahia Feliz. Das Hotel Gloria Palace sieht man deutlich und natürlich auch die davorliegenden Bungalow-Anlagen Montevideo, Monte Rojo. So, und jetzt hier der Blick. Mal ein bisschen rüber.
bis zum Rio Palace hier. So, vereinzelt sieht man auch mal wieder so einen kleinen Strandläufer hier. Der hat gerade einen größeren Bissen. An dem ist er mächtig am Arbeiten. Der trägt ihn jetzt ein bisschen weg. Ja, wunderschön hier im Wasser zu stehen. Ja, da in San Agustin, da kommt sogar ein bisschen Sonne durch. Man sieht es gerade unterhalb von Montevideo. Da ist ein Loch in der Wolkendecke. Kommt aber hier auch gleich wieder. So, nun geht's auch wieder zurück. Ja, an dieser Stelle grüßen wir erstmal den Klaus, der ja in Deutschland noch sich befindet vor seiner Reise in die Dominikanische. Hat ja mit dem Wetter nicht so viel Glück gehabt, aber es wird bestimmt noch schöner. Und unserem blinden Passagier, der in Italien gerade ist und ja, Marielle und Horst, die ja auch gut wieder in Deutschland angekommen sind. Und natürlich alle anderen im Kanal, ob sie hier sind oder in Deutschland. Viele freuen sich auf ihren Urlaub und sehen die Tage. Vielleicht sieht man sich ja hier am Strand bzw. am Faro oder beim Lucky. Nun, die Sonne lässt ein bisschen auf sich warten. Zwischendrin kommt sie mal durch, aber es ist sehr, sehr angenehm zu laufen. Jetzt leichter Wind hier von vorne, aber nur ein Hauch. Auch keine weiteren Algen hier gesehen. Nein, alles im grünen Bereich. Jetzt ideal wieder zu laufen gegen den Wasserwiderstand hier. Ja, unser Leuchtturm, der Faro, hat immer noch sein Gerüst
oder sein Baugerüst in der oberen, im oberen Teil an der Kuppel. Ja, schön entspannt zu laufen, auch gerade jetzt nach der letzten Woche, da war doch sehr viel, wollte man sehen und haben wir uns angesehen. Das war schon manchmal ein bisschen anstrengend auch, aber im positiven Sinne. Ja, wenn die Sonne rauskommt, dann ist es auch schon richtig warm. Ja, das ist schön am Morgen. Ja, was soll ich sagen? Gar nichts, das passt alles, ist alles gut. Jetzt füllt sich der Strand auch langsam. Ja, das Grüne, der grüne Sichtschutz oben am Turm vom Pharao an der Spitze, der ist weg. Man sieht jetzt die Umrisse von der Kuppel genauer. Ja, da ist ziemlich viel Farbe im Wasser. Erst dachte ich, das sind Taucher, aber die haben nur was an. So, mit diesen Bildern werde ich mich dann jetzt langsam verabschieden und sage dann, ja, bis zur Realität. Bis später. Mit den Neuigkeiten dann vom
Hotel Rio vom Umbau vom Rio Gran Canaria hier in Meloneras. Ja, jetzt sage ich erstmal hasta luego. Bis dann.